Wir sind heute auf dem Account von GSG Old Fire für ein Opening inklusive Account Review. Seine Wünsche zum Thema Account Review sind BK, Off und Dev, RTA Monster einmal drüber schauen, also was er so da spielen soll, und Net5-Event einmal anschauen. Wir starten am besten mit der Beschwörung, das ist am einfachsten dann wegen dem Net5-Event, um zu gucken, was, wie, wo, was man eventuell da noch benutzen kann, falls wir was ziehen sollten. Ist vermute ich mal nur eine kleine Beschwörung, weil es geht um ein Account-Review. Ich erzähle jetzt gerne nochmal. Ja, zwei LDs, eine davon, 2601, passt. So, okay. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, ganz gerne. Also mit einem Opening wird man halt im Account Review vorgezogen. Teambuildings gibt es nur in der Kombination mit einem Opening. Ja, deswegen tut mir die 5 immer noch so leid, die immer noch drauf wartet, weil jetzt halt viele immer mit Opening dazwischen kommen. Ne? Das ist so witzig, ey. Ja, gut, wir kommen halt nicht mehr da raus. Ob wir uns jemals auf meinem Account wiedersehen, ich weiß ja nicht. Aber okay, nein, ich werde gucken, dass ich jetzt auch mal ein bisschen Varietät wieder mit reinkriege. Ja, im Notfall mache ich halt am Nachmittag nochmal ein Video. Okay, wir starten einfach mal rein. Wir starten mit einem Blitz, ist vollkommen fein. Okay, hätte jetzt auch nicht direkt ein Net5 sein können, hätte ich auch mich gefreut. Ne, also, ja. Ich versuche, oder so am Nachmittag halt, wie gesagt, einfach zumindest mal wieder Weltarena mit reinzunehmen. Ne, ich mache ja sowieso hauptsächlich nur Weltarena, dann kann ich am Nachmittag mal gucken. Vielleicht da mal ein bisschen Weltarena wieder machen. Ne, einfach, dass wir mal auf wieder was anderes sehen. Ne, wobei man muss ja sagen, es variiert ja schon sehr stark, so die Teambuildings und so. Ne, ja, du hast ja jetzt immer ein Opening bei, warum nicht, ne, an der Stelle ist vielleicht auch nochmal ganz nett anzugucken. Und dann halt das Teambuilding. Ja, sind ja auch Tipps und Trips, vor allem mehr oder weniger. Variiert sich ja auch jetzt ein bisschen. Ich meine, BK Off und Dev hatten wir jetzt schon ein bisschen häufiger. Ja. Ich werde ja, wie gesagt, nichts ruhen oder so. Ich gebe dir halt, wie gesagt, Tipps, was du bauen kannst, worauf du achten solltest. Ne, sowas halt. Deswegen, wir machen jetzt gleich das Net5-Events, dann gehen wir erstmal in die RTA. Und dann kümmern wir uns um den Stuff, der halt ein bisschen länger dauert, was halt BK Off und Dev ist. Ne, das ist halt ein bisschen länger. Ich werde ja sagen, was du bauen kannst, wenn du möchtest. Ne, und worauf du halt zu achten hast. Das ist halt das Wichtigste. Cool, im Morris. Ne, worauf man so achten sollte, wenn man sich BK Offs und Devs baut. Denn er hatte eine längere Pause und jetzt hat er hat halt gute Six Stars gebaut. Ich glaube, was hat er gesagt? 360 oder so? Also eine gute Anzahl ist ja da. Die Frage ist, ob sie jetzt aktuell die richtigen Monster sind. Ne, das muss man halt auch nochmal sagen. Die richtigen Monster müssen ja da sein. Ne, muss ja zum Meta passen. Ich hatte auch eine sehr interessante Frage in den Kommentaren. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, darüber zu reden, weil das Beschwörung gleich schon um ist. Bezüglich, was macht welches Monster denn aus, dass welches Monster dann und da dafür gut ist? Ganz kompliziert zu erklären. Ja, um das zu erklären, ich kann es euch erklären, was da der ausschlaggebende Punkt ist, welches Monster wo gut ist. Also wenn jetzt zum Beispiel neue Monster kommen, wer macht es davon abhängig, wo was gut ist? Ja, man sieht es am Kit, man sieht es am Lead und sowas halt. Ne? Also ich könnte es euch erklären, aber das würde halt ein bisschen länger dauern. Das ist halt so der Nachteil, ne, an der Kiste. Weil das dauert halt ein wenig, das zu erklären. Aber naja, okay. Ich kann alles öffnen, hat er gesagt. Weiß nicht, sind Stones überhaupt anwesend? Ja, für den Fang wahrscheinlich, okay. Ja, Fang ist ein gutes, solides Dingsmonster. Machen wir erstmal die LDs. Ne, erstmal die zurückerstatteten. Die ich jetzt geöffnet habe bei mir. Bei mir kam so gut wie gar nichts raus, aber hey, pscht, muss man ja jetzt auch nicht so erwähnen, ne? Kommt was. Könnte mir jetzt auch mal wieder LD Net5 geben, mal so unter die Trese durch. Hätte ich nichts gegen. Ruckelt ziemlich hier durch die Bäumchen da im Hintergrund. Aber okay. Ja. Ja, ansonsten ist BK Off und Dev variiert natürlich auch ein bisschen von demjenigen, was er hat. Ne? Aber es gibt halt so Meta-Sachen und dasselbe so begrenzt sich das dann halt auch am Ende auf die Units, wo welche gut sind. Ne? Das ist halt so das Ding. Es begrenzt sich halt wirklich auf sowas. Das ist halt so das Ding. Das werde ich jetzt hier nicht erklären. Ne? Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Okay, Imagine jetzt einfach LD5 hier rausziehen. Boom. Tja, hätte passieren können. Nicht bei mir. Da, 7-Jährige. Das ist das Beste gewesen. Hier, da. Das ist ja
Das Gehege. Wir haben gar kein 10-jähriges Gehege bekommen, ne? Na, es würde aber bestimmt noch kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, machen wir noch die paar Stonies für Fängen auf, vielleicht? Na, Samurai. Nein. Samurai, natürlich. Okay, machen wir noch die 3 auf hier. Okay, genau. So, okay. Monster, die du nicht besitzt. Okay. Es ist immer so ein Ding, worauf man sich halt fokussiert, würde ich sagen. Ne? Im Großen und Ganzen würde ich bei solchen Events immer erst einmal davon gucken, was ist dein Favorite Monster. Ich glaube, damit machst du im Großen und Ganzen erstmal nichts verkehrt. Na, wenn du da einfach dein Lieblingsmonster rausnimmst. Außer es ist Kashmir oder so, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber im Großen und Ganzen, wenn du jetzt sagst, Feng hätte ich schon sehr gerne und darauf warte ich schon so lange. Nimm Feng, ist vollkommen fein. Kannst nichts mit verkehrt machen. Selber mit Dominik oder den hier meinetwegen, ne? Aber okay, wenn man jetzt nach Nutzen geht und man wirklich einfach mal seinen persönlichen Wunsch einfach mal so rausnimmt, dann muss man auch unterteilen, wo möchtest du dich denn verbessern? Im PvE, im PvP, BKGK oder Weltarena? Da ihr jetzt Tipps im BKGK haben möchtet, also ich nehme mal so BK hauptsächlich, GK ist ja nicht mehr bei, BK, dann natürlich würde man vielleicht erstmal auf das gehen, was für BK interessant ist. Ne? Und das wäre bei Feuer höchstens Nora. Aktuell, wenn man jetzt mal so Defense noch mit reinnimmt, in der Offense wäre vielleicht sie am interessantesten, wenn man auf BK geht, wie gesagt, ja. Ja, also das, bei Feuer wären es wahrscheinlich dann die zwei für BK Defense, gegebenenfalls Offense, sie halt nur für die Offense. Noch Weltarena, ja. So. Der Rest ist halt nicht gerade Meta-lastig interessant. Er war mal ein bisschen Meta in der Defense, ist es aber nicht mehr. Ne? Shivu bedingt mal in der Offense ganz nett. Sie so gar nicht, auch nicht, auch nicht. Ja, auch doch, ja, für eine Offense ganz nett, ja. Aber würde ich jetzt nicht jetzt, also würde ich Nora vorziehen, sagen wir es mal so. Sima ist aktuell eher so BK-Kram, nicht BK, RTA-Stuff. Der, keine Ahnung, sieht man vielleicht in, weiß ich gar nicht, sieht man den? Wie gesagt, ihr habt mir das mal gesagt, aber keine Ahnung, ich würde dich als speziell betiteln. Blodia ist ganz nett, auch im Offense-Bereich mit dem hier zusammen beispielsweise. Ne, also die zwei passen gut zusammen, aber die zwei passen auch wiederum gut zusammen. Ne? Also da hasse Variation, sag ich mal, in diesem Kacke. Dann haben wir Psama. Psama ist halt eher so RTA und Arena-Staff. Sibala ist reine RTA. Brita ist ganz nett noch für Defenses, ganz nett für BK. Ja, kann man spielen da. Er auch, aber nicht so stark wie sie. Den sieht man hier und da mal in der Arena-Defense. Sie ist immer noch Müll und der ist ganz nett. Aktuell in der Weltarena kommt er so ein bisschen raus. Wind fehlt halt am meisten. Da haben wir den hier. Der ist mehr oder weniger nur für Weltarena aktuell. Vielleicht mal für Arena-Defense. In der BK-Defense, Meta-lastig, sieht man gar nicht. Sie kann in der BK-Defense gestellt werden, aber ist sehr speziell. Ist halt eher ein bisschen out of Meta, sage ich mal. Ne, sieht man nicht mehr ganz so viel. Ist aktuell eher Weltarena. Er hingegen ist ein sehr, sehr starkes BK-Unit, so wie eine Off, so wie eine Def. Also wobei Def ist so spezieller, ja, aber also Meta-lastig ab G3 sieht man nicht mehr so stark in der Def, da ist er eher Off-Monster. Odin ist hingegen beides aktuell, in der Def sowie in der Off vertreten im BK. In der Def zum Beispiel mit Carcano, glaube ich, und Adriana sehr häufig gestellt aktuell, ne? Und in der Offense dann halt auch als One-Shotter. Sie ist halt eher so ein Arena-Cleave-Monster, vielleicht auch mal BK-Cleave, aber hauptsächlich würde ich sie in Arena abstempeln. Die Meta ist halt auch komplett vorbei, würde ich tatsächlich aktuell eher im PvE-Monster sagen, für Giants oder Illunia oder so. Der ist garbage. Das ist ein komplettes RTA-Monster. Man hat ihn mal in der Defense gesehen, vor allem in der Arena oder auch mal im BK, aber das war sehr speziell und ist auch aktuell nicht vertreten. Ja, vielleicht mal eben in der Arena vertreten, aber ich würde ihn eher als RTA-Toy abstempeln aktuell. Momo hat zwar einen netten Lead für die für GKBK, ist aber nicht so geil. Ja, mach ich cool. Ist ein nettes Fun-Toy, aber ja. Dominik auch, hat man sehr stark mal gesehen im BK Def und Off, aber ist halt auch aktuell nicht so stark der Fall. Ist halt, wenn man eher Offens BK, ja. Sonst eher Weltarena halt. Sonya, gut. Sonya ist Weltarena dominiert, Arena Offens dominiert und GK BK Offens dominiert. Nicht Defense-lastig, aber in Offens-Bereich sehr stark vertreten. Dann haben wir sie hier.
Ich glaube, die wird in der Weltarena ganz gerne mal gespielt. Aber ich glaube, das war vielleicht auch in der Arena Defense. Aber so GK, also BK, sage ich mal, ist mir jetzt nichts bekannt. Er hingegen schon eher. Also ich finde ihn mit Kakano Kami und er halt in der Defense gar nicht so bad. Ja, der ist nicht schlecht, was das angeht. Wenn man ihn mal in der Defense stellen möchte. Ich mag die Defense an sich. Wollte ich mir auch noch bauen, sobald ich mal den Skill up kriege. Ja, da kann man ihn spielen. Ansonsten Weltarena. Sehr stark vertreten. Der ist kacki. Ist auch eher Weltarena. Und er ist sehr, sehr dominiert. Also das ist Meta-Monster, was BK Defense angeht. Ja, also der ist aktuell Hardcore-Meta dort. Gegebenenfalls mal RTA und ja und Arena-Defense. Also der hier, wenn du wirklich BK-Defense haben möchtest, ist der eine gute Wahl. Oder der hier, würde ich gerade sagen. Weil die beides abdecken. Offense und Defense. Ja, das ist so das Ding. Aber ist Selbstentscheidung. Okay, dann kommen wir jetzt zur Weltarena einmal schnell. Okay, er spielt also diese Leo-Tilasha-Ragdoll-Kombo, würde ich jetzt an der Stelle sagen. Sie ist sogar relativ fast, was gar nicht so bad ist. Sie ist nur sehr squishy. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Ich gehe halt davon aus, wenn wir jetzt mal so seine Kämpfe angucken, dadurch, dass die Tilasha so schnell ist. Ich habe mal nach Ikasha geguckt, by the way. Nicht wundern, das war ich. Weil ich mir was wissen wollte. Wird eventuell häufig... Okay, jetzt spielt das aktuell gar nicht so, diese Kombo hier. Okay, kommen so beide durch. Das ist ja ein Freeze-Sniper. Okay. Tilasha, Leo. Also, ich würde das halt so bei Tilasha so ein bisschen abhängig machen, was eher gebannt wird. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass der Leo eher durchkommt als der Ragdoll. Hier wird mal Leo gebannt, okay. Dann ist das natürlich nett. Hier wird jetzt Tilasha gebannt. Hier wird Leo gebannt. Okay, wobei ist es so ein Ausgleich. Tilasha wird halt viel gebannt. Werden alle gleich viel gebannt, kann man grob sagen. Leo. Ja, okay, wenn jetzt... Ja, okay, du bist ja... Ja, okay, wenn jetzt... Hier ist es schon sehr Leo-lastiger Bann. Okay, ja. Weil ich wollte gerade sagen, ich würde es davon ausmachen, die Tilasha so zu bauen, je nachdem, was häufiger gebannt wird. Wenn jetzt häufiger der Ragdoll gebannt wird und der Leo durchkommt, sind das verschenkte Stats für die. Ne, weil der sowieso auf 0 gesetzt wird, der Speed durch den Leo. Da muss sie nicht auf Swift sein, da kannst du ja auch auf 100 Dress ein bisschen tankiger bauen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr macht als nur einmal Snipe. Aber dadurch, dass ich jetzt gesehen habe, dass Leo schon häufiger gebannt wird und der Ragdoll eher durchkommt, dann ergibt es natürlich schon Sinn, sie auf Swift zu bauen. Würde aber trotzdem gucken, dass man sie eventuell, vielleicht mal gucken, dass du sie gar nicht auf so High Speed bekommst, sondern mehr die Stats. Dadurch, dass du sowieso, du bist zwar auf den Snipe aus, ja, mit dieser Combo hier. Das ist auch fein. Aber du bist auch trotzdem bist du noch der Second-Turn-Spieler. Das darfst du nicht vergessen. Ja, also du bist nicht auf dem First-Turn aus. In der Combo auch nicht. Sprich, also ich würde eher gucken, dass du sie vielleicht eher High-Res baust. So auf 160 Speed vielleicht. Wenn du es nicht schaffst auf Vio, dann meinetwegen auf Swift. Und dann eher mehr auf die Stats gehst. Hier HP, Def und so, dass sie halt mehr aushält, ne? Ich hab grad Rate. Ne, nur um den Speed schnell zu haben. Das meine ich damit. Damit du so einen Ausgleich hast. Dann ist es nicht, dann tut es nicht ganz so doll weh, wenn der Leo durchkommt mit dem Set und der Ragdoll gebannt wird. Oder halt andersrum. Ne, dann hast du aber trotzdem noch die Survival-Möglichkeit durch Tilasha und so ein Kram. Weil die Kombo ist eigentlich nicht bad. Also die Kombo ist nicht schlecht. Wenn du sie gut runst, kommst du damit locker auf C3, denke ich. Ne, das ist halt so das Ding. Okay. Das zum Thema dazu. Ich glaube, dazu wird noch häufig sowas wie Nana, glaube ich, gepickt. Also, ich habe mir die Kombo nicht ganz angeguckt. Aber ich glaube, so, das so, vielleicht auch mal das hier. So, es kommt drauf an, was der Gegner spielt. Ich glaube, das wird viel gespielt. Oder mit einer Riley, glaube ich, wird auch noch viel gespielt. Also, wenn wir jetzt nochmal die drei sagen und dann Nana, Riley. Weil dann hast du nur einen DD. Also, ein DD kommt so oder so immer durch. Ob es Leo oder er ist, ist egal. Einer kommt immer durch. Da hast du sehr viel Sustain. Ja, kann auch sein, dass die Nana da wegbleibt und so ein Kram. Aber ich würde dir raten, noch eine Riley dazu zu picken. Einfach für den Sustain. Na, weil du sowieso ja dazu aus bist, länger zu überleben. Dazu dadurch noch, by the way, wenn sie auf Vio ist, wenn du ein gutes Vio-Set hast, sie kriegt eventuell schneller ihre hier. Ne? Was du auch noch gut dazu spielen könntest, wenn du hast, wäre eine Shizuka tatsächlich. Ne? Anstatt jetzt beispielsweise, also du spielst jetzt Leo, Ragdoll, Shizuka, Tilasha, X. Ne? Das könntest du auch noch gut spielen dazu, weil du mit Shizuka eventuell, wenn die durchkommt, die Tilasha, die Ablenkzeit runterschrauben kannst. Ne, sowas halt. Und das könnte vielleicht helfen. Ja, das ist halt das Ding. Und du könntest mit Sturzbruch eventuell auch noch helfen,
Wenn das geht. Das ging nicht mit Tila, nicht mit Dings. Aber du könntest in der Regel, wenn alle gut durchkommen, sagen wir mal, die kommen wirklich alle vier durch. Ne, du könntest dann irgendwann mal mit Shizuka sie mal wiederholen, wenn sie nicht mehr. Also sagen wir mal, du spielst sie, Shizuka und Riley. Dann könntest du sie zum Beispiel wiederholen, dann wiederbeleben. Sowas halt. Das geht. Ja, das geht. Ja, so würde ich halt wahrscheinlich spielen. Und ich würde mich auch auf diese Monster fixieren. Der Leo ist mir auch viel zu squishy. Also das Set, Vio ist fine, das kann man machen. Ich würde ihn aber wahrscheinlich eher auf HP, Crit-Schaden, Attack bauen. Und mehr auf Crit-Schaden so ein bisschen in die Artefakte gehen, wenn möglich. Oder Schaden umso höher, sowas halt. Beim Ragdoll dasselbe Spielchen. Weil das Ding ist halt, so wie du spielst, du bist auf einen schnellen Snipe aus. Das bringt dir aber auf Dauer nichts. Ja, das ist halt das Ding. Deswegen, ich würde da eher ein bisschen mehr auf Tankiness gehen, weil du bist trotzdem der Second-Turn-Spieler in der Variante. Bleibst du, ne, das ist halt das Ding. Und ja, deswegen, die zwei würde ich tankiger bauen, ein bisschen weniger auf Damage. Also schon auf Damage, aber nicht ganz so viel, so 1000 auf Crit-Schaden. Und hier vielleicht auch, dass du ein bisschen mehr Sustain, ein bisschen mehr Survival-Abilities hast. Sie würde ich generell, wie gesagt, tankiger bauen. Eine Riley wirst du ja wohl haben. Shizuka weiß ich jetzt nicht. Die habe ich jetzt nicht im Event, glaube ich, gesehen, dass sie zur Auswahl war. Ja, da. Die würde ich bauen. Die würde ich auch skill-uppen. Die passt da gut rein. Und eine Riley, wie gesagt. Die würde ich auch noch bauen und mit da reinpacken. Als Second-Turn-Spieler, wie gesagt. Ne? Und wenn sie halt, wie gesagt, gebannt wird oder du siehst, dass der Gegner zum Beispiel auf Control geht, dann könntest du gucken, dass du einen Triple Ref Werde mit reinnimmst. Ja, sowas halt. Da musst du halt ein bisschen variieren. Du hast halt dieses 3 als Core-Team und dann variierst du. Wenn Control kommt, dann gehst du halt einen Triple Ref Werde, weil dann kommt einer von denen kommt meistens durch. Dann, ja. Also einer von denen kommt durch oder die Combo kommt halt durch. Also du hast halt so wie als ob hast du Win-Win. Dann müssen nur die Runen gut sein. Das ist halt das Ding. 100 Crit-Rate, by the way. Rest brauchst du fast gar nicht. Karnel kann Mama gebaut lassen. Das hier brauchst du alles gar nicht. Du hast hier eigentlich ein Ziel. Das ist das halt. Würde ich an deiner Stelle so machen. Gut. Dann gehen wir jetzt BK, GK, Offense. Schwierige Angelegenheit. Also. Offense. Ich wollte gerade Offense-Team zusammenbauen. Du hast zwar eine solide Anzahl an Monstern und so. Das ist doch fein. Ja, aber mir fehlen so die gängigen Monster. Für BK. Ah, da ist eine Lucia. Okay, immerhin. Die habe ich jetzt gar nicht gefunden. Also, du hast zwar, wie gesagt, viele Monster, das ist fein. Ja, also das gängige hier, Kumun, war da mit Lucia, Lauren, das ist so typische Offense, die wird auch immer noch gespielt. Ne, das kannst du auch ohne Probleme machen. Lauren hast ja bestimmt auch irgendwo rumgurken. Ne, das ist so eine typische, ja genau. Eine typische Offense. Ne, ich gehe mal so auf diese Standard-Offensiven, sage ich mal, ne. Was auch gerne gespielt ist, ist zum Beispiel gegen Licht-Teams. So zum Beispiel Licht-Azura und sowas. Aber wenn ich mir schon wieder in den Standard gucke, sowas wirst du halt gar nicht sehen. Wahrscheinlich diese Defenses wirst du halt wahrscheinlich gar nicht sehen. Das ist halt so das Ding. Ich habe ja schon geguckt hier. Ne? Hier, was so die Leute hier so stellen, also jetzt so aktuell bei euch. Und das gängigste, was noch eine Defense ist, ist das hier. Und das hier kannst du mit Shaman spielen, by the way. Mit einem Tanky Shaman, zweiter Weckung. Ne? Das ist alles, was du hier brauchst. Eigentlich. Ist ein Light Tank gegen Dark-Typ. Ne? Auch gut wäre zum Beispiel Cyborg-Licht, wenn man sie hat. Gegen sowas spielt man halt das da. Im Großen und Ganzen spielen hier aber wieder so random. Da, bei sowas ist es halt immer schwierig, drauf anzugehen. Ich sag mal so, 5-Star-Defense sind fast egal. Offense. Da kannst du... Das ist, erklärt sich mehr oder weniger von selber. Die haben jetzt hier, guck mal, die haben eine Fang-Dev stehen. Wow. Aha. Kannst du luschen. Also das jetzt vielleicht nicht. Das kannst du luschen. Ah, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Das. Na, ich bin schon mal gegen. Das wollte ich mal luschen, aber richtig rein kackt wie Kack-Monkey, Alter. Na, also ein bisschen trickiger, aber das war Bollwerk auch unter anderem. Wir fangen mal damit an. Erstmal ganz kurz zu erklären, dass bei einer Defense natürlich wieder viele Faktoren mitspielen. Die Tickrate, das habe ich jetzt schon häufiger erklärt. Gängiger Tick ist 286er Tick. Für die Defense hast du der gängige Tick. Oder halt Traps, die dann auf Swift sind. Das ist so der nächste Punkt, der relativ häufig vertreten ist in der Defense.
Das nächste ist, eine Defense macht nicht alleine irgendwas, sondern die Menge macht's aus. Sprich, alle müssten diese Defense im besten Falle bauen. Na, gängige Defense beispielsweise ist derzeit viel mit Ciri, also Dark Ciri oder mit Dark Azura oder mit dem Dark Phantom Thief oder mit den Licht Halloween Kürbis. Das sind so typische Monster, die derzeit, also nicht in einer Defense, ne, das sind so das sind verschiedene Defenses. Also beispielsweise hast du Dark Ciri mit einem Vigor oder Ishir und einem Azura da stehen. Oder du hast eine Clara mit einem Vigor und einem Licht-Halloween-Kürbis da stehen oder ähnliches, ja. Das sind so die typischen Varianten, die man so im G-Bereich halt häufig sieht. Das sind so das Typische. Ja, also viel Vigor, Clara, Dark Ciri, Dark Azura, sowas halt. Das ist typisch für eine Defense aktuell. Oder Dark Phantom Thief hast da mit Kakano und Molly stehen, sowas halt. Beispiel, ne, sowas halt. Gibt es auch mit Clara zusammen. Also da gibt es viele Variationen. Dann gibt es noch Offense. Okay, kommen wir mal ganz kurz zu den Offensiven. Also mehr oder weniger, was du jetzt hier spielst, das hier ist fein, das ist auch fein, das ist auch fein, das ist ein bisschen fragwürdig. Wenn es klappt, sage ich dazu mal. Ah, Dark Ciri hast du sogar. Okay. Spielt man nicht mehr in der Regel. Ja, okay, aber nee, fast richtig. jetzt kommen wir mal zu meinen Defenses, die ich hier jetzt so mal dahingestellt habe, die du dir bauen kannst, die in der Regel immer gut sind. Sag ich mal, irgendwie sind sie immer zu gebrauchen. Aber eine ganz kurze Anmerkung. Also du hast zwar an sich viele Monster und so, aber mir fehlen auch ein paar Monster. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, Illusia zum Beispiel ist ein Monster, was du dir zweimal bauen kannst. Jultan ist ein Monster, was du dir zweimal bauen kannst. Zweiter Weckung, ne? Windys kannst du dir bauen, ganz viele, drei oder so. Malit auch dasselbe Spielchen, auch drei oder so. Rakuni fehlt mir komplett. Ich habe keinen Rakuni gesehen. Hier ist einfach kein Rakuni. Selbst hier drin ist kein Rakuni. Warum hast du keinen Rakuni, Alter? Rakunis kannst du hier fünf bauen. Ja, Royd mindestens so zwei. Delphoi kannst du auch so zwei, drei bauen. Das nochmal ganz kurz so dazu, ne? Ich lasse jetzt mal die typischen Offensiven weg, wie Traktor, Windy, Lulu, sowas halt, ne? Ich gehe jetzt mal nur auf eine klassische und das ist diese hier. Die Kamun, Lauren, Illusia. Kennt man halt, denke ich, ne? So gegen Kinkies und so ein bisschen Control, die Stars ganz nett. Dann hast du Malit, Royd, Rakuni in der Regel. Da fehlt der Rakuni. Der ist zum Beispiel ganz nett gegen Ciris, also Dark Ciri Devs aktuell. Ja, sowas halt, ne? Da kannst du den ganz gut benutzen in der Hinsicht. Oder hier, wie heißt der nochmal? Azura und sowas. Dann kommen wir zu Cleave und deswegen sagte ich das fast richtig hier oben. Also in der Regel wird das dann, wenn dann, eher so gespielt, ne? Mit Jhin durch Theon, Speedlead hättest du einen Dover, würdest du Dover nehmen. Und Lucian ist ein Fat Lucian. Ne? Kannst du auch mit als eine Fat Lucian bauen, dann kannst du hier noch Praline reinsetzen. Und also da musst du die nicht auf 100 Crit bauen, sondern auch nur auf 70 durch den Praline-Buff, ne, und da sowas halt. Dann wird das meistens, glaube ich, noch mit, weiß ich nicht, ob es Kabila war, aber mit irgendwas anderes noch gespielt. Ja, das da kannst du spielen, das ist halt auch so eine gängigere Cleave, sage ich mal. Wenn du weißt, du bist schnell, kannst du spielen, kannst fast alles damit knocken. Gemini, Kabila und dann, also erst kommt Kabila dran, dann Gemini, dann Tanya. Nicht Tanya, Isabel, ne? Und dann hast du noch so ein bisschen, weil ich hier oben das hier gesehen habe, dachte ich, könnte das vielleicht interessant, weil das ist oldschool, das spielt fast keiner mehr. Und zwar mit Delphoi. Ne, Delphoi durch ein Lied halt natürlich wieder, ne? Ich glaube 50 hat sie, ich bin mir aber nicht sicher, ich kann es nicht nachgucken. Ich glaube, sie hat ein 50er-Lied, aber ich bin mir nicht sicher. Deathlead, ne, mit Kopfer und so und Immacity. Das sind so gängige Offensiven, die man mehr oder weniger fast immer benutzen kann. Na, also das ist so mein Tipp mal, dass du dir hier mal was baust, so ein bisschen. Weil die ist noch zum Beispiel noch 5-Star, der ist gar nicht gebaut. Rakuni habe ich nicht gefunden. Delphoi auch kannst du bauen, ne, Jhins kannst du bauen, Theons kannst du bauen. Ja, das ist eigentlich alles. Na, also ich kann jetzt schon sagen, das meiste hier ist auch wahrscheinlich wieder easy cleavebar. Also hier ist fast alles cleavebar, wenn man die, außer der hier. Das hier zum Beispiel kannst du gut mit Lelucia und so machen und wie heißt der? Also hier Kamun, Lauren, Dings da, ne? Das wäre so eine typische dafür. Das kannst du in der Regel fast luschen, weil der wird nicht cutten. Nicht so schnell zumindest. Und die würde auch nicht mega fast sein. Das hier würde ich jetzt auch nicht unbedingt luschen. Das würde man dann wahrscheinlich am Ende eher bomben möglich. Oder auch mit Malit und so ein Kram reingehen, das geht auch.
Hier, das kannst du fast Lucio oder Julie. Ja, Julie auch, okay. Hier, die wird auch nicht fast sein hier. Das hier, das kannst du Lucio. Das hier, ja, das ist ein bisschen, kommt drauf an, auf den, aber im Großen und Ganzen kannst du das auch wahrscheinlich, na, Lucio vielleicht nicht, eher Julie wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht, dass er fast ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten halt mit Gemini, Isabel, ne, das geht auch hier klar. Sobald Kaki raus ist, passiert da nicht mehr viel. Das hier ist halt eher so ein Charmander-Ding. Da stellt man halt einen Charmander rein mit beispielsweise auch einem, ne, Royd vielleicht nicht unbedingt. Sagen wir mal Charmander mit meinetwegen Traktor und wenn du ein bisschen Sustain drin hast, vielleicht ein Lulu oder sowas. Ja, sowas halt. Der Charmander klatscht sie halt easy weg. Das könnte man versuchen zu luschen, wenn man weiß, man ist schneller. Oder auch mit Gemini halt wieder. Das hier könnte man... Ich würde es luschen wahrscheinlich, oder versuchen zumindest. Oder man kann es auch auf die Safe-Variante mit Royd und so versuchen. Und Raccoonie halt wieder. Hier wäre eine Triana vielleicht noch besser, anstatt dann Malit oder so. Ja, und das ist luschen in der Regel. Ja. Und bei Five Star ist es halt wieder so, das ist eigentlich fast egal. Da gibt es keine Safe-Varianten, die man so spielt, außer so ein paar. Aber das ist mehr oder weniger fast egal. Hier kannst du reingehen, wie man will. Man hat da irgendwann halt so seine Kombos, die man halt so spielt. Sage ich es halt so. Ne, das ist schwierig zu erklären in der Hinsicht. Aber gut. Ich denke, das war's. Also ich glaube, das ist mehr oder weniger alles Wichtige zu erklären. BK, Offense und Defense. Ja, also Defense-Bereich ist ein bisschen mehr, aber da musst du halt wieder drauf achten, dass es die einzelne Def am Ende eh nicht macht. Ne, das kann ich jetzt schon sagen. Ne, das wird die einzelne Defense nicht machen. Bist gar nicht ein... Ah, du bist schon fertig. Ja, wie hast du abgeschnitten? Lass mal gucken. 8-2? So gar nicht bad. Mal guck mal, ja. Dass die nicht gut ist, dachte ich mir und... Ja, das ist ein bisschen outdated, sage ich mal. Aber okay. Gut, dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein!